Herzlich willkommen zurück zur Dynasty Warriors 5. Wir haben im letzten Mal die Schlacht von Chibi gemacht und jetzt müssen wir Zauzu wahrscheinlich verfolgen. I guess. After the Battle of Chibi, the land was divided in three between Wu, Wei and Shu. Everyone's saying that it's going to be a three-way fight from now on. Nach der Schlacht von Chibi wurde das Land unter Wu, Wei und Shu aufgeteilt. Das heißt, von jetzt an gäbe es einen dreiseitigen Kampf. That's when that good for nothing Liu Bei asked us to attack Wei at Heifei. I don't know why, but our Lord agreed to it. Why should we go and help them? Dann bat uns der nichtsnützige Liu Bei, Wei bei Heifei anzugreifen. Ich weiß nicht, warum unser Meister zustimmte. Warum sollten wir denen helfen? Fighting battles for other people. To make things worse, Gan Ning is fighting in this one too. I don't feel too good about it, but I guess there's nothing I can do about it either. Für andere kämpfen. Und zu allen Übeln nimmt auch noch Gan Ning an dieser Schlacht teil. Ich habe kein gutes Gefühl, aber ich kann auch nichts daran ändern. Lustigerweise war das der Wendepunkt. Bei dem Verhältnis zwischen den beiden. Nach der Schlacht kamen die besser miteinander aus. Weil es eine Krisenschlacht ist. We will soon invade the Wei territory of Heifei. Ling Song, I understand what you're feeling. We have to focus our attention on defeating Wei. In Kürze dringen wir in den Wei-Distrikt von Heifei ein. Ling Tong, ich verstehe deine Gefühle, aber wir müssen uns darauf konzentrieren, Wei zu besiegen. Ich synchronisiere den lieber so wie früher, mit der guten alten Pyro-Synchro. Cao Cao is the one we are after. Additionally, we must watch out for Zhang Liao, who's guarding Heifei. However, I don't see him anywhere. I wonder what's going on. Mit der Zauzo sind wir hier. Auch auf Zhang Liao, der Heifei bewacht, müssen wir achten. Ich kann ihn hier noch nirgendwo sehen. Was da wohl los ist? Currently, the enemy is few and the defenses are thin. However, those that remain are veterans of many hard-fought battles. You must not underestimate the strength of their resolve. Anzahl und Verteidigung des Feindes scheinen gering. Verbleibenden sind jedoch in hart umkämpften Schlachten gewählt. Man darf ihre Entschlossenheit nicht unterschätzen. Oh ja. Don't look so down, Ling Tong. In this battle, we have the advantage. We are attacking Wei at Shu's request? Why must we help them? But for our sake as well, we must capture Heifei and stop Wei's march south. Gan Ning, you are the key to this battle. Got it? Right. Leave it to me. Are you sure your ship can carry the weight of your thick skull? Der Sarkasmus von Ling Tong schlägt wieder zu. Ja, eine der schwersten Schlachten im gesamten Game, tatsächlich. Weil hier... Hier geht der Punk ab. Schwierigste Zhang Liao-Fight ever. In der Geschichte von Dynasty Warriors. Der kommt sau oft und hat immer wieder einen fucking Musu-Zorn. Das wird ein Spaß. Heilige fucking Scheiße. Cao Cao muss bezwungen werden. Sun Quan darf nicht sterben. So kam jetzt Sun Shao und Zhuge Jin am Start, links am Xu Sheng und Zhuan. Zu Team jetzt Chen Wu und Zhu Ran, die Meister des Feuerangriffs. Panzer mit Jian Qin und Ding Feng. Cao Cao ist komischerweise hier, ist eigentlich bei Bergteam Jun ganz komisch. Was ich jetzt hier ist. Mit Hyexu, Cao Zhen, Cao Xiu, Hang Di. Hier habe ich den damals das erste Mal auch getroffen, wo ich das zuerst mal gespielt habe, DB5. Niu Jin und Man Chong. Li Din, ja noch nicht ausgeliehen, und Yu Jin natürlich. Zhang Liao ist noch nicht in Sichtweite. Die Wu-Armee ist auf Heifei vorgerückt. Aufgrund der schwachen Abwehr von Burg Heifei dürfte sie leicht einzunehmen sein. Wenn wir die Burg erobern und Cao Cao besiegen, nehmen wir Wei die Festung weg, ja. Desaster, die Schlacht. Desaster. So Quan wurde fast hier getötet. Heifei Provinz Yang. Begin the advance. Boah. Guckt euch die Schlachtkarte an. Members are few. Wipe them all. Members are few, yo, die sind uns ebenbürtig. Boah, ist das für ein komisches Outfit von Ling Tong. Wollen wir das dritte jetzt genommen. Just for fun. Sehr gewöhnungsbedürftig. Das zweite hat mir am besten gefallen. Naja, ist ja egal. Ich mach's halt abwechslungshalber. Ja, scheiß auf die Waffe, ich hab eh gute Waffe. Beste Waffe. Nehmen wir erstmal die Tore ein.
Eieiei, wann kommt Cheng Yao das erste Mal? Ich hab Angst. Immer wenn ich sage, wie schwer ist Cheng Yao bei Hefei zu besiegen, referiere ich diese Schlacht hier in DB5, weil hier ist es halt extrem. Nichts kann man hiermit vergleichen. Das ist meiner Meinung nach der schwierigste Fight in der Geschichte von Dynasty Warriors. Vor allen Teilen. Der Cheng Yao hier in Hefei. Ich weiß nicht, wie oft man ihn besiegen muss, aber viel zu oft. Immer wieder mit fucking Suitsorn. Das ist ein Spaß im Chaos-Modus. Wir spielen ja nur hart. Zumindest im Musu-Modus. Wird somit etwas einfacher dann. Aber definitiv nicht für ihn. Don't give up. We'll be there soon. Be there soon. Oh shit. Ja, die kriegen halt auch die ganze Zeit Verstärkungstruppen dazu. Das ist auch nur nervig. Let's see how you like my halberd. So, Pang D ist schon mal down, er hat hier die Brücke bewacht. Sollte die Moral auf jeden Fall schon mal von unseren Truppen erhöhen. Und wisst ihr, was noch die Moral unserer Truppen erhöht? Wenn ich jetzt Cao Zhang auch noch besiege. Show no mercy. Ich auch nicht, Junge. Brauchst gar nicht erwarten von mir. Geht Spieß. Bam. Ah, nicht connected. So, Cao Zhang auch weg. Ich will jetzt so viel wie möglich töten und die Moral so gut wie möglich in Luft schießen lassen, bevor Zheng Liao kommt. Ist einfach so, Leute. Yujin, okay. Ja, komm, Yujin hole ich mir auch noch. Da werden noch so viele Verstärkungen zu bekommen. Cao Ren, Shu Huang, glaube ich. Kommen alle noch. Kommen da alle vom Berg Ding Jun, ne? Als Support. Dass er gleichzeitig stattfindet, war der Plan von Zhuge Liang. Hier anzugreifen mit Wu und Shu dann im Westen. Während Wu hier im Osten angreift bei Yifei. Da ist er schon. Yo, my mighty skill. Sag ich ja. Schlacht habe ich nicht nur ganz gut im Kopf. I won't be denied next time. Enemy officer defeated. Wollen wir Shu Huang jetzt auch besiegen? Ja, ich denke schon. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir den jetzt auch noch mit. Wann kommt Zheng Yao? Sylvan ist jetzt auch richtig weit vorgedrungen. Ist auch nicht so toll. Ich weiß, was er verhalten soll. Dann kommt ganz schnell Shu Huang besiegen. Shu Huang has arrived. Also die Moral ist wirklich hart auf unserer Seite. Aktuell zumindest. Weil Zheng Yao halt noch nicht da ist, ne? Na komm. Na komm, muss gut sein. Kurz einen Prozess hier machen, ja. Ist ganz wichtig. Weil jede Sekunde zählt halt hier. Und Zheng Yao gleich erscheint. Jede fucking Sekunde zählt. Scheiß drauf, das sollten die Verbündeten kriegen, das hier alles einzunehmen. Ich hab's eilig. Gehen wir durch die Mitte. Ist safer. Nicht, dass die Brücke jetzt einstürzt und ich dann den übelsten Umweg gehen muss. Das sehe ich nicht ein. Aber er wird jetzt jeden Moment kommen, der Zheng Liao. Hi. Forward for honor! Ich bin richtig weit weg. There he is! Oh, die Schauschiebrücke zerstört. Nein, hat Sylvan angegriffen. Wir müssen uns beeilen. Und ich bin am anderen Ende der Welt. Ja, turn back and rebuild the camp. Netter Witz. Ich kann Weg zurück, Mann. Beeil dich und töte Cheng Yao. Ich bin noch voll weit weg. So schnell geht es nun wirklich nicht. Lieber scheiß ich ihm vorher ins Gesicht. Ich kann auch nicht teleportieren. Sylvan ist schon in Bedrängnis und nein. Na, Rein ist großartig. Lob bloß nicht mich. Oh, scheiße, ist schlecht, fast tot. Oh nein, wenn wir Zheng Liao besiegen, dann ist es nicht vorbei. Der wird immer wieder kommen. Der ist so eklig und beim letzten Mal ist er nochmal stärker. Hier das schon, beim ersten Mal jetzt richtig krasse Aura.
No Mercy? Ja, in dieser Schlacht auf jeden Fall. Schwerste Dice Warriors Fight of all time. In my fucking opinion. Wir können froh sein, Ling Tong zu haben, Leute. Das mit einem schlechten Charakter zu machen wie Shin Tsai oder mit Xuxu, ja. Viel Spaß. Und am besten auf Chaos. Können wir gerne machen, aber ohne mich. Konzentrieren. Eine Kombo und wir sterben vor ihm. Das ist kein Joke. Übelsten Damage hier. Na okay, noch nicht. Er hat noch nicht den Musu Zorn. Aber mit Musu Zorn eine Kombo und wir sind tot. Ja, den habe ich ein bisschen zerstört. Das Ding ist, ihr glaubt mir das jetzt nicht, wie schwer der ist. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, wie heftig dieser Zheng Liao Fight ist. Ling Tong ist halt Bro. Ist einer der besten Charaktere im Spiel. Top 5 auf jeden Fall. Weil er so mega schnell ist. We made it! Deswegen ist es in meinem Fall ein bisschen einfacher gerade. Der Typ, Zheng Liao hier in diesem Spiel. Nein. Ja, Ning ist auch gefährlich, weil die muss man nur einmal besiegen. Wenn man es auf der Seite der Wei Armee spielt. Ja, komm. Supply Base, ja. So, Rennen müsste hier oben auch noch erscheinen nachher. Ich denke, wir sollen jetzt erstmal Li Din besiegen. Und Yujin. Solange Zauren noch nicht da ist. Boah, es läuft aber. Und wie es läuft. Die Nase läuft. Legendäre Szene. Wie eine legendäre Schlacht. Von DB4 Extreme Legends, von Sun Quan. Father, brother, lend strength to my ambition. Der Sprung, von dem alles abhängt. Und er hat's geschafft. Richtig geil, oder? Komm her, Yujin. Impressive. I won't be denied next time. Enemy officer defeated. Das ist gut, ne? Musst du verbraten? Nicht komplett. Leeren die Anzahl und dann direkt wieder machen. Nach 2-3 Hits. Gute Taktik, deswegen bin ich kein Fan des Drachenamuletts. Das eh mal am liebsten so mal. Du willst entkommen? Bitch, please. Li Din! Das ist ja noch nicht ausgedient, das ist ja schon ein Wunder, ey. Tja, und Sun Quan ist tatsächlich jetzt im Lager. Wieder zurückgekehrt. Rübergesprungen. Ist sogar jetzt ganz gut, dass die Brücke kaputt ist. Jetzt schwieriger, Sun Quan zu erreichen für die Feinde. Dean hat sie echt im Lager verschanzt? Ey, du feige Sau, komm raus. Komm schon. Nein. Ja, eingenommen. So muss das sein. Jetzt müsste aber Zheng Liao gleich wiederkommen. Dauert nicht mehr lange. Dean! Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen, mein Freund. Was ganz, ganz Wichtiges. Du hast ausgedient. Geht nicht all dieser Spruch. Oh, Zheng Liao, Waiting Room. Wo könnte er erscheinen? Wo könnte er erscheinen? Entweder oben oder unten, Leute. Zheng Liao has returned. Perfekt. Genau da, wo ich bin, als hätte ich es geplant. Ey, die Schlacht läuft so gut gerade, ne? You won't get any further than this. Natürlich fängt er direkt mit Angriffsbuff an. Nein. Hat er einen Angriffsbuff oder ist es doch nur die Aura? Oh, wir haben den Suzorn hier liegen. Lucky me. Your strength is quite impressive. Jetzt hast du nichts zu melden, mein Freund. Schau, du war das nicht so rein. Okay. Na gut. Mit Musuzorn. Und Ling Tong. Komplett free.
Kann ich unendlich kommen. Ich schieß den auch, ist mir scheißegal. Nennt es lame, ich schieß den. Mega Angst vor dem. Der gefährlichste Gegner vor allen Nice Wars Teil. DW5 Jengi Yao, ich hasse ihn. Immer wieder mit fucking Musuzorn. Echt keine Lust darauf. Sorry, dass ich ihn schieße, aber da kenne ich nichts. Das ist ein richtiger Wichser. Shao Jun ohne Unteroffiziere. Zahong, der Bruder von Zerze. Okay, auch ohne Unteroffiziere. Okay. Weiß nicht, ob das die letzte Verstärkungstruppe sind. Zheng Yao wird auf jeden Fall noch mindestens einmal kommen. Und nur zweimal. Einmal unten und einmal vor Burg. So genau habe ich gedacht, ja. Oh, 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 oh. Shao Jun muss auf jeden Fall aufgehalten werden. Das gefällt mir nicht, was der da vorhat. Die Moral ist so heftig auf unserer Seite. Richtig super. Ja, was ich ziemlich witzig finde, ist, in der Zwischenzeit, wo ich mich hier so ein bisschen um die Vermittlung kümmere, die Burg Hefei schon komplett eingenommen. Jetzt zaugt ja keine Moral mehr, nur hier als Unteroffizier wurde schon ein Tor eingenommen in der Burg Hefei. Like, what the fuck? Komplett am Durchrasieren, das war die Verbindung. Ich halt diesmal gut taktiert habe. Den optimalen Weg quasi gewählt habe. Ich finde, mit Lingtor hat man einen ganz guten Start im Zentrum dieser Schlacht. Kontrollpunkt erobert. Ja, I can overcome this base. Overcome. I overcame it. Our defenses were inadequate. Oh, da unten, Leute. Das Tor, wie erst die eigene war, wird uns zu Verhängnis. Dann gehe ich da nochmal hin. Da soll Cheng Yao eh gleich nochmal kommen. We've got them right where we want them. You don't want to. Oh, du Arsch. Was soll das? Ich krieg den da nicht runter. Ich krieg den da echt nicht runter. Danke fürs. Das hat's mit dem Bogen gerade gemacht. Damn. Und das war's mit Shao Jun. Noch mehr Verstärkungstruppen. Ich bin gerade on fire. Wer will, der hat noch nicht. So, jetzt sollten die da im Norden, also nördlich von Zhou Quan, von unserer Hauptlage aus, auch ganz gut nach vorne preschen. Ey, die gute Fee, ich wollte die einnehmen, Mann. Findet mich schon jetzt gemacht. Naja. Ich bedanke mich da ganz herzlich für. Jing Yao ist wieder aufgetaucht, als wär's nichts. Und Leute, es war ja noch nicht die Final Form. Es war ja noch nicht die Final Form. Die kommt noch. Die kommt noch. Mit Musuzorn. Musuzorn, allem, was er zu bieten hat. Ja, noch Kindergarten Jing Yao bislang. Und natürlich ist es so ein Quan, aber bis hier noch nicht weiter. Hat er schon? Oh, ich glaube, er gibt jetzt alles. Ich glaube, jetzt macht er ernst. Das ist das letzte Mal dann. Das klingt so. Das klingt nicht nur so, das sieht auch so aus. Okay, alle wachen tot. Immer noch kein Musuzorn, by the way. Sorry, ich habe mich gerade extrem konzentriert. Ich würde es nicht machen, wenn der Gegner nicht so gefährlich wäre. Ist halt wirklich nicht so Spaß. Er zieht sich vorübergehend. Okay. Noch Fragen? Dann wird er oben noch mal einmal erscheinen. Oder sogar bei Zhou Quan. Ich weiß gar nicht mehr genau. Oh Mann, ey. Den werden wir hier nicht los. Und dann wird er auch zum Musuzorn übergehen.
ganze Zeit Aura, ey. Gebt euch das mal. Und Angriffsbuffs einfach so. Dass sie aus dem Arsch zieht. Wo ist überhaupt Ganling? Wird der uns nicht auch helfen? Oder kommt der gleich erst, wenn Jing Liao das letzte Mal erscheint? Hätte ich das mal nicht gesagt. Is that one of ours? All right. Sorry to keep you waiting. It's time to heat things up, and here I go. Kept you waiting, huh? Ja, ich lachte schon gegessen, Ganling. Ist ein bisschen spät. I'm glad you made it. Let's do this together. Wenn Wei Jing Liao hat, dann hat Wu Ganling. Der legendäre Spruch fehlt ja an dieser Stelle leider. But here we go. Boah, Zhao hat nix mehr. Jirks du überhaupt noch am Leben? Nö. Ey, die Verbündeten haben was gemacht. Ey, ich bin stolz auf die. Das erste Mal, dass die Verbündeten was können. Also Drama kommt jetzt hier nicht auf. Wutrum haben historisch gesehen die übelste Niederlage erlitten. Wegen Zheng Liao, der 100.000 Wutrum in der Flucht geschlagen hat. Tai Shixi ist hier gestorben, alles mögliche. Aber sieht hier nicht so aus. In diesem Gameplay. Attack! Ja, auf dem Pferd ist er nicht so toll. Ja, Zheng Liao, ich warte, ne? Ich will jetzt Zhao Zhao nicht besiegen. Ich will jetzt den mega heftigen Zheng Liao-Fight haben. Einmal kommt er noch, ich schwöre. Ein allerletztes Mal. Also, wo kam der jetzt genau? Das geht mir nicht bei Suchwahn. Ich soll mich mittig platzieren, ganz ehrlich, Leute. Ich kann am schnellsten reagieren. Zhao Zhao läuft ja nicht weg. Zum Glück. Stell euch das mal vor. Missionsänderung. Zhao Zhao erreicht den Fluchtpunkt. Boom. Direkt beim Fluchtpunkt. Ich glaube, von hier aus kann ich am schnellsten reagieren. Warten wir auf Zheng Liao. Na, das ist natürlich langweilig jetzt, ne? The Dragon Zheng Liao will burn the land of Wu. Wollte schon sagen, vielleicht cutte ich das dann, bis er kommt, aber brauche ich nicht. Das letzte Mal aber jetzt wirklich. Dann sollte es gegessen sein. Oh. Die Wei-Truppen sind komplett eliminiert. Aber Zheng Liao, der bleibt munter mit voller Moral, Alter. Eieieiei. Heilige fucking Scheiße. Let's try it out. Oh, Junge Jin, das willst du nicht. Du willst ihn nicht herausfordern. Das ist ein Fall für Linton. Oder gar nicht mein Ding auch. Your skill is impressive, but so is mine. Okay, das ging sogar. Das ging sogar. Ich glaube, es ist nur richtig eklig im Chaos-Mode. Nein, eigentlich nicht. Es wird richtig eklig, wenn er Musuzo nutzt. So viel steht schon mal fest. Der Lubu-Kampf ist übrigens auch sehr schwer. Aber den muss man nur einmal besiegen, Mann. Okay, es ist nur Zheng Liao. Hä, weil der geht nicht in Musuzong. Kommt der nochmal? Ich schwöre, Leute, ich habe das noch nicht geträumt. Vielleicht zieht sie nochmal zurück. Ja, moin. You have surpassed my might. Nicht? Impressive. Enemy officer defeated. Bin ich bescheuert? Ich habe das geträumt, oder was? Oder war es nur im Chaos-Mode? Ich schwöre, Leute, ich habe das so... Was? Warum ging der jetzt nicht in Musuzong? Habe ich einfach Glück gehabt? Oder habe ich irgendwas gecheased? Immer gemacht. Okay, da habe ich euch zu viel versprochen jetzt. Das tut mir leid. Das war wirklich nicht schwer. Das war nicht schwer. Ich habe euch komplett zerstört. In
in jeden einzelnen Kampf. Oh, das tut mir leid. Ich hasse das, wenn ich heftige Sachen verspreche und es dann doch nicht so ist. Na gut. Sollte ich das Spiel irgendwann nochmal im Stream spielen, dann zocken wir das hier im Chaos-Mode. In Zheng Liao. Versprochen. You dare try that right in front of me? Wollen nicht auf dem Burgmauer kämpfen? Hätte das auch mal Style, oder? Schade. Das Auto ist ja schon gefährlicher als fucking Zheng Liao. Kann doch nicht sein. Der Null-Moral-Zauzer. That all you've got? It was all he's got. You shall pay for this. Ling Tong ist einmal zu gut, Leute. Das ist das Problem. Boah, dieser Charakter. Man muss es genießen, das einzige Spiel, wo er so cool war. We have gained the right to rule this land. Although we were unable to kill Cao Cao, the Wei army will not soon forget the lesson we taught them in this battle. Jetzt haben wir das Recht, über das Land zu herrschen. Cao Cao ist zwar nicht tot, aber die Wei army wird die Lektionen, die wir erteilt haben, nicht so schnell vergessen. Should we use this momentum to crush Cao Cao? Or perhaps we should break our alliance and attack Liu Bei? Or perhaps our next move will surely determine the fate of the land. Sollen wir ihn laden, nutzen und Zao Zao zu erledigen? Oder unsere Allianz brechen und Liu Bei anzugreifen? Oder unser nächster Zug entscheidet über das Schicksal des Landes. Wir schon über, über einen Allianzbruch mit Liu Bei nachdenken. Witzig. A new Bodyguard. Ling Bei. Die heißen jetzt alle Ling, weil wir mit Ling Tong spielen oder was? Das ist wirklich sowas komisch. Bam. The Battle of Heifei ended in victory. Ja, hier geht's weiter beim nächsten Mal, Leute. Something may have changed in me while I was out there. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.